Solingen-Grefrath zählt zu den 56 ausgewählten historischen Stadtkernen Nordrhein-Westfalens. Seit dem 18. Jahrhundert wurde hier kaum etwas verändert. Der Marktplatz mit seinem Brunnen in der Mitte, eingerahmt von schieferverkleideten bergischen Fachwerkhäusern. Herausstechend ist die 1688 errichtete evangelische Kirche. Links und rechts der gepflasterten Straßen stehen zumeist zwei- und dreigeschossige, verschieferte Fachwerkhäuser des bergischen Stils. Im historischen Ortskern rund um den Marktplatz gibt es etwa 90 Baudenkmäler. Hoch über dem Marktplatz ragt die Klosterkirche und die ehemalige Abtei. Etwa 72 Stufen führen zur jetzigen Pfarrkirche St. Marien-Kniff. Das Portal stammt aus dem 13. Jahrhundert. Nach zwei großen Stadtbränden wurde die Kirche im Stil des Barock wieder aufgebaut. Direkt dahinter das ehemalige Gebäude des Stifts Grefrath der Augustinerin. Es wurde für die Bedürfnisse des Museumsbetriebs umgebaut und beheimatet heute das Deutsche Klingenmuseum. Ein kulturhistorisches Spezialmuseum mit dem Grundthema Klinge und Schneiden, Kampf und Kulinarisches. Von hier führt uns ein Klingenpfad durch ein Parkwaldgelände zum familienfreundlichen Tierpark Fauna. Rund 700 Tiere leben hier auf diesem 3 Hektar großen Gelände. Tiere sehen, füttern und hautnah erleben. Als besonderes Highlight in diesen Tagen die 3 Monate alten handaufgezogenen Waschbären. Grefrath gilt als westliches Tor zum Bergischen Land. In einer einzigartigen Natur, umgeben von Felder, Wiesen und Wald. In malerischer Alleinlage, die imposante Hofanlage aus dem 15. Jahrhundert, Schloss Grunewald. Hier an diesem Stein liegt Solingens höchster Punkt, 276 Meter über dem Meeresspiegel. Eine unbeschreibliche Aussicht erstreckt sich über das Tal der Wupper. Nahe der höchsten Stelle der Lichtturm, ein ehemaliger Wasserturm. Auch das ist Solingen-Grefrath. Die Firma Haribo produziert seit 1968 hier und bietet in einem Werksverkauf die vollständige Vielfalt, ob Produktneuheiten, Klassiker oder auch Fanartikel.
Am ehemaligen Rathaus von Grefrath und heutigen Kunstmuseum beenden wir unseren Rundgang. Mit einem letzten Blick von hier oben über die Stadt Solingen.